Ja, nicht mein Job, das zu überwachen. Oh nein. Womit habe ich das verdient, ey? Nur wer wird so vergöttert, dann gehen wir aber hier lang. Ja, ich werde vergöttert, ja, ich bin einfach ein total toller Mensch. Ich kann man nur vergöttern. Nee, was? Oh Gott. Muss ich nur um irgendwelche Codes. Ja, hier merkt man wirklich, ne? Ja, kannst du mir Codes so per E-Mail schicken, ne? Bestimmt kommt danach, wenn die Quest vorbei ist, wissen sie, was sie da angerichtet haben. Nein. Ja, ich weiß nicht, aber die anderen kaufen ja ganz cool. Jetzt muss ich ehrlich sagen. Naja, finde auch geil, dass es mal wieder weitergeht, ne? Es war auch so, ja, das Game macht auch mal ein bisschen kleine Probleme. Also, und dann habe ich ja nicht mehr so viel Zeit oder so, und es waren so mehrere Faktoren, die darauf, die waren, warum ich es abgebrochen habe, warum es pausiert hatte. Es war ja jetzt nicht das Spiel an sich, dass ich keine Lust mehr drauf hatte. Es waren so mehrere Faktoren, die mir gesagt haben. Ich meine, ich hatte ja auch, wie heißen, andere Spiele. Ich sehe sofort alles, Alter. Mir entgeht nichts. Das ist der Witz bei mir. Ich habe mal, viel gesagt, Rebecca. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, GTA kennt, ihr alle. Ob ihr das Spiel GTA kennt. Also, toll, ihr kennt. Ich guck du mich denn an wie? In der Hackfresse. Hör auf der Hackfresse, mich anzugucken. Ich will ja was tun, ich will was tun. Ich will die, umbringen. Hey! Rede mit dir! Hey. Ach, also, ganz ehrlich, dann halt nicht. Ich bin auf dich angewiesen. Guck mal, die Munition daran verschwende. Obwohl ich jetzt Skill 100, Alter. Vielleicht treffe ich jetzt jede Fliege besser. Also auf jeden Fall spiele ich mit Rebecca und Bagheera GTA. Aber in dem Fall war es mit Rebecca. Was ist passiert mit dem? Strahlenschutzanzug. Jetzt sollen die Dolly vielleicht echt mal mitnehmen. Warte mal. Und auf jeden Fall, ich hatte, ich erzähle gleich, ich werde ganz kurz mal vorlesen. Tag 1, der Anzug ist genial, kann jetzt überall sammeln gehen, auch wenn es vor Red dort wimmelt. Hiermit taufe ich den Namen Mr. Red Radikal, ha. Tag 4, Anzug hat ersten Test mit Probe bestanden, nächtlicher Besuch, Yucca Mountain, bin ich zu tief rein, weil sich weiter in dem Tunnel etwas Großes bewegte. Red Level hoch. Selbst da, wo ich war und ich habe nichts davon gemerkt. Fein gemacht, Strahlenanzug. Tag 5, ganzen Morgen gekotzt. Nix ging auf den Anzug. Sonst wäre ich echt sauer. Hab aber was falsch gegessen. Tag 9, wie aufregend. Alte Frau mit altem Metalllager entdeckt. Die lumpige 50 Kronkorken leuchtenden Behälter erstanden. Bin jetzt unterwegs nach Clarkfield, um Anzug bei höheren Red Leveln zu testen. Wenn er standhält, öffne ich diesen Bottich mit der Pampe drin und schütte mir das Sensor über den Kopf. Ich wette, ich könnte sogar drin schwimmen, wenn ich genug davon hätte. Oh ja. Ich wusste, dass hier irgendwas ist. Also, um nochmal die Geschichte hier zum anzufangen. Ich hatte mit Rebecca GTA gespielt und da hatte eine Mission, da muss man je 8, da muss man doch Vorräte klauen. Da muss man entweder stealthen oder laut. Wir haben versucht zu stealthen, hat nicht geklappt, also haben wir es laut gelöst mit der Yacht. Und dann
Haben wir alles abgeknallt und mussten einfach da hinten durch. Ich habe ehrlich gesagt den Weg nicht gefunden. Das war, wo die Tür vor mir war. Und der Witz daran jetzt. Na, weißt du, ich finde solche kleinen Bleefliegen ohne Probleme. Weil ich einmal hingucke, aber so riesige Türen finde ich nicht. Das sollte das sein. Das ist bei mir tatsächlich so. Wo? Oh. Junge! Na klar! Wie sieht das denn aus? Oh nee. Junge! Pop! Hey! Ja! Es kommt immer mehr! Oh Gott, warte, ich bin irgendwie vergiftet. Ist Mad Eyes gewesen? Plus für Upload. Immer Red Eyes, ja? Wer ist ja eklig. Ja. Haben wir es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen ein neues Hobby, ey. Oh Gott, ist die Quest krass, Alter. Warum nehme ich denn auch nicht den Hauptweg? Bäh. Ja, und das ist bei mir einfach immer so. Ich weiß auch nicht warum. Du, das ist der Witz daran. Es ist bei mir so, ich sehe nicht die kleinsten Sachen, die sehe ich dann. Und die größten, das ist ein riesiges Tor. Das ist lustig, das ist bei mir bei Computerspielen, gerade bei Computerspielen immer so. Bin vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zu verpeilt bin manchmal, ich bin da echt ein... Also Leute, ich bin so verpeilt manchmal, das glaubt ihr nicht. Aber gut, wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr das vielleicht. Wow, naja. Das war auf jeden Fall extrem lustig, dass ich das nicht gesehen habe. Alter, das war eben, also 5 Gegner auf einmal, das war... Ja, ist klar. Ja, Chancen haben. Ich nenne dich jetzt im Krüppel, Alter. Tschüss.
korrigiere, ein Totenkrüppel. Weiß auch, warum ich hier nie lang gehe. Drei, irgendwie drei. Ah, noch mehr Geckos. Oh, eine ganze Familie. Oh Mensch, ja, schön, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Jo, ja, geil. Warum immer Geckos? Na gut, Geckos sind nicht ganz so schlimm wie Dinger. Okay, okay, echt? Was? Achso, ihr könnt auf Feuer spucken. Achso, hi. Wohl nett. Noch mal drei Stück. Also, ne, ich habe ja schon Munition, aber oh gut, dann bräuchte ich ja noch Muni. Das überlebe ich dann. Ich glaube, das werde ich ja schon überleben, oder? Soll ich einfach hier der Hauptstraße weiter folgen und dann irgendwann mal gucken, ist da irgendwie ein Trampelfahrt für? Geht dann am besten von, du hast die Frage, wie gehe ich da am besten hin? Weil der schnellste Weg muss jetzt nicht definitiv der auch der schnellste sein. Aber was ist denn da jetzt schon wieder? Okay. Leiche. Meine Freunde wollen mich besuchen, ich möchte aber nicht. Ich glaube, bitte die knackteste Quest, die ich hier gemacht habe. Okay, wenn Geckos geht, aber Aliens noch. Also Geckos geht 20 mal eher als als das andere Zeug. Ernsthaft, ich komme jetzt in meine Richtung, oder? Jo. Genau, geht mal in andere Richtung. Nehmt euren eigenen Weg. Bitte. Ja, okay, der ist ja echt tot, der Gecko. Hier oben auch noch drei. Ach so, hier oben auch noch drei. Oh Gott. Ich sehe irgendwie ein Familientreffen. Wenn die jetzt mal Kaffee und Kuchen mitbringen. Nicht so heiß, ey. Nee, danke. Tschüss. Wir haben euer Feuer. Ich hasse Feuer. Blödes Mistding. Oh, ich hab davon noch was. Ne? Ich hab noch ein paar mehr Schüsse als nur das bisschen. Also. Aber bitte legt euch mit mir an. Ich hab genug Muni. Ich hab Zeit. Kann auch schnell speichern, ne? Also. Ich würde sogar.
Der ist nämlich schon mal weg, deswegen, ha. Oh, hat er. Der Kleine hat sich bei einem Kampf etwa wehgetan. Tut mir leid. Gar nicht. Entschuldigung, es war gelogen. Tut mir nicht leid. Mein Fehler. Entschuldigung, man lügt nicht. Tut mir leid, das wollte ich auch nicht. Ja. Dumm gelaufen, ne? Was ist das, ich finde, wird das eigentlich hier für eine Kacke wieder, ne? Na gut, bin gleich da. Glaube ich. Oh, kommt mir irgendwas entgegen. Was mir nicht entgegenkommen soll, weil ich nicht weiß, was hier ist. Wenn es Skekos und ein paar Skorpione sind, dann würde ich sagen. In Ordnung, wenn die Todeskralle ist, dann. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile gegen Todeskralle kämpfen kann. Ernsthaft? Ihr habt hier ein Lager? Junge, wo habt ihr die Dinger hingebaut? Alter, die meisten. Die sind ja voll scheiße hingebaut worden. Wer kam auf diese Kackidee? Moment, man kommt einfach irgendwie was rein. Ernsthaft? So. Ja, da. Also von so soll man dann. Oh Gott, ey ja. Das sind übelst die Kackwege. Ja gut, er wird's findbar. Ich frage mich schon, was ein Zivilist hier zu suchen hat. Was ist das für ein Ort? Ein Militäraußenposten der Ranger. Wir behalten die Legion-Aktivitäten südlich von hier bei der Cottonwood Cove im Auge. Sind sie auch geil? Im Moment passiert da unten nicht viel. Nur der übliche Sklavenhandel. Arme Schweine. Ich finde es aber auch geil, dass wir einfach irgendwie ins Militärlager können und Fragen stellen können. Gern Kallis zu, dass die Legion Menschen versklavt? Glauben Sie mir, ich hätte nur allzu gern den Befehl, Cottonwood Cove auseinanderzunehmen und die Legion über den Fluss zu jagen. Aber die da oben in McCarran wollen nicht, dass wir Ressourcen auf etwas verschwenden, das sie für ein kleines Ziel halten. Also schauen wir nur zu. Weiß Legion, dass sie von hier aus beobachten? Zweifelsohne. Aber Ranger sind harte Nüsse. Und eine kleine Streitmacht für einen Überraschungsangriff würde nicht heil von hier wegkommen. Andererseits werden wir die Legion sehen, wenn sie ihre volle Offensive startet. Dann fallen wir zurück und warten auf Verstärkung. So wissen wir, was sie machen, und sie wissen, was wir machen. Also sitzen wir nur rum und behalten uns gegenseitig im Auge. Ich habe hier aktualisierte Funksicherheitscodes von Sergeant Reyes. Was? Schon wieder? Habe ich die nicht gerade erst geändert? In Ordnung. Gut, zeigen Sie mir die neuen Codes. Gerne noch. Bisschen freundlicher, bitte. Yep. Alles dafür. Ja gut, das sieht noch mal machbar aus. Das sieht auch noch mal machbar aus, weil das gleich in der Nähe ist vom Camp. Ding, das sieht eigentlich sehr kacke aus. Jawohl, das geht auch noch. Also wir können Glück haben. Dass wir vielleicht nicht mehr viel von der Quest sehen werden. Ach, die Quest ist sowas von. Boah, ist die schwer.